Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Berufsbildungsbericht bestätigt ein weiteres Mal, Deutschland verfügt über ein qualitativ hochwertiges und leistungsfähiges Berufsbildungssystem. Wer es, liebe Kolleginnen und Kollegen, erfolgreich durchläuft, der ist sehr gut für das Berufsleben vorbereitet und hat vor allem auch hervorragende Aufstiegschancen. Für die Union ist die Stärkung der betrieblichen Berufsausbildung ein Herzensanliegen. Ein Herzensanliegen deshalb, weil sie beste Chancen bietet und hervorragend ausgebildete Fachkräfte das Fundament sind für unsere Wirtschaftsstärke und vor allem auch für unsere Innovationskraft. Wenn ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, in meinem Heimatbundesland Bayern unterwegs bin, dann erlebe ich, dass Fachkräfte mit einer Berufsausbildung überall gefragt sind, vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen. Die Zahl der offenen Stellen ist auf einem Rekordstand und qualifizierte Bewerber werden überall händeringend gesucht. Das belegt, die Berufsperspektiven für Menschen mit dualer Ausbildung sind ausgezeichnet. Frau Ministerin Wanka und meine Vorredner haben ja bereits auf eine Reihe positiver Aspekte und Entwicklungen ebenfalls auch hingewiesen. Deswegen möchte ich einen Aspekt nur noch mal auch betonen. Noch nie, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch nie gab es für junge Menschen hierzulande so gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz und so positive Berufsperspektiven wie heute. Und noch nie waren in Deutschland so wenig Jugendliche arbeitslos. Das zeigt, dass die unionsgeführte Bundesregierung in den letzten Jahren die richtigen Weichen gestellt und vor allem wichtige Akzente gesetzt hat. Und der vorliegende Berufsbildungsbericht listet ein beachtliches Bündel an Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung, zur Qualitätsverbesserung, zur Modernisierung und auch zur Durchlässigkeit auf. Und ich erinnere, liebe Kollegen und Kolleginnen natürlich, ich erinnere an die Allianz für Aus- und Weiterbildung, die Fortentwicklung des Meister-BAföG zum Aufstiegs-BAföG oder die Initiative Bildungsketten, um hier nur ein paar Beispiele zu nennen. Wir wissen doch alle, dass Delegationen aus der ganzen Welt zu uns kommen, um sich über das deutsche Erfolgsmodell der dualen Ausbildung zu informieren und es vor allem auch nachzuahmen. Und hier leisten die deutschen Akteure eine ganze Menge. Aber ob und was davon in den jeweiligen Ländern tatsächlich dann auch eingeführt und umgesetzt wird, liegt letztendlich in deren Verantwortung. Wir stehen auf jeden Fall mit Rat und Tat gerne jederzeit zur Verfügung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich müssen wir auch auf die aktuellen und künftigen Herausforderungen reagieren und auch damit Schritt halten. Und das haben wir auch getan. Ich möchte zwei Themenfelder vor allem ansprechen, die uns bereits beschäftigt haben und auch in den nächsten Jahren noch in weiterem Maße fordern werden, nämlich das ganze Thema der Digitalisierung, die Auswirkungen der digitalen Transformation auf unsere Ausbildung, aber natürlich auch die Integration von jungen Menschen mit Migrationshintergrund und vor allem auch die Integration von Flüchtlingen in unser Bildungs- und Beschäftigungssystem. Für die Berufsbildung 4.0, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir schon einiges bewegt. Die Initiative Fachkräftequalifikation und Kompetenzen für die digitalisierte Arbeit von morgen beispielsweise oder auch das Förderprogramm Digitale Medien in der beruflichen Bildung. Auch für Flüchtlinge haben wir vieles getan. So haben wir das Angebot an Integrationskursen ausgebaut und zusätzliche Angebote zur Berufsorientierung, zur Berufsvorbereitung, zur Berufsausbildung und Nachqualifizierung geschaffen. Und ich darf auch hier als Beispiel, als Positivbeispiel mein Heimatbundesland Bayern bringen. 60.000 Flüchtlinge wurden in Praktika und Ausbildung vermittelt, bis Ende 2016 vorgesehen waren, bis zu diesem Zeitpunkt 20.000. 60.000 haben wir erreicht. Es gibt, meine sehr geehrten Damen und Herren, natürlich aber eine grundsätzliche Herausforderung im beruflichen Bereich, nämlich die Erhöhung des Stellenwerts der beruflichen Bildung. Und hier sind wir alle gefordert, dass wir die Wertschätzung der dualen Ausbildung in unserer Gesellschaft weiter erhöhen. Denn wir brauchen nicht nur den gut ausgebildeten Ingenieur, sondern eben auch den gut ausgebildeten Facharbeiter, der die Maschinen nicht nur bauen kann, die der Ingenieur entwickelt, sondern auch bedienen, warten und reparieren kann.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die enge Verbindung von Theorie und Praxis bei der Ausbildung, über 300 duale Ausbildungsberufe, die stärkere Durchlässigkeit und vielfältige Karrierechancen, das alles macht unser Berufsausbildungssystem zu etwas Besonderem. Und die Chancen für junge Menschen sind nach 12 Jahren unionsgeführter Bundesregierung so gut wie nie zuvor. Und so soll es auch bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.